ist das Gefährlichste. Sumpfkraut. Nehmen wir doch gern mal kurz mit. Für ein paar Sumpfkrautstängel, ne? Oh, ich weiß nicht, ob ich da drunter herlaufen darf. Halt! Ja? Du siehst aus wie ein armer Wicht. Leute ohne Geld können wir in der Stadt nicht gebrauchen. Blö. Wie, oh doch, du musst. Wieso, wofür muss ich denn zu Lars? Lars. Lares für Wahres. Din. Was ist eigentlich hier mit dieser Wand? Kann man da hoch? Oh. Kann man hier hoch? Nee. Nee. Schade. Yeah. Das sind die ekligen. Nee, ich habe noch keine Zeit und Geduld für euch. Ich werde gerade noch mal da reingucken vielleicht. Drei. Und zu gucken, was hier so drin ist. Ah, die könnte man doch auch schicken. Aha. Das ist immer so ein leichter Kampf gewesen bei denen. Da gab es aber irgendwie auch eine Möglichkeit, das besser zu machen. So. Zack. Da ist Zack. Nichts zu holen. Leute, wir haben die nicht gewontet. Das hast du verdient, Mistkerl. Huch. Ich dachte mal, ich probiere mal den aus, was der Schaden so sagt. Irgendwann können wir da auch rein.
nichts zu holen. Nichts zu holen. Ist noch Ratten. Jetzt mal kurz speichern, falls wir jetzt einen Hit kriegen. Aber klar. Ja, war klar. Geil, dass es gecallt hatte, vor allem auch. 6. Laden. Was trinken wir jetzt? Essen jetzt, meine ich. Boah, sind die nervig. Die kommen ja instant, okay. Da muss ich doch ein bisschen mich verdünnisieren. Wäre keinen wichtigen Trank usen. Okay, da sind auch Ratten, da sind auch fleischfressende Viecher. Oh, da liegt Loot. Tschüss. Im Rückspiegel sehen wir sie immer kleiner werden. So, jetzt müssen wir hier gerade an der Ecke kurz was essen. Wie sich das anhört auch. Ey, wir haben uns schon Schaden gemacht. Nein. Oh, okay. Wir kriegen das hin. 7. Oder wir gehen links lang. Links geht auch. Ach ja, schön. Bauernkleidung geklaut. Okay. Nicht drauf gehen. Ach, Digga. Okay, Spielladen. Wir sollten nach dem Schwein speichern, dass wir das nicht getriggert haben. Wir haben es nicht geschafft. Und wieder nicht. Ach man, wie ärgerlich. Ja, wir müssen halt da hoch. Und dann kann man nämlich da hinten runter. Das ist, wenn ich jetzt nicht zweimal so richtig dumm mich angestellt hätte, wäre das möglich. Jetzt lassen wir das Schwein kurz mal ein bisschen Distance aufbauen. Zack. Spiel speichern. Gucken wir bei 1 an. Ich würde schon sagen, also das Viech immer noch hinter uns her ist.
Was wir auch machen könnten, wäre ins Wasser jumpen, ne? Trägst du den Dieben darunter? Nee, oh, ich bin zu weit nach vorne gesteppt. Ach, Mann. Der geht halt nicht nur ein Step, sondern er geht halt direkt zwei. Okay, das wusste ich nicht mehr. Ich habe halt nur einmal W gedrückt. Egal. W. Er macht doch immer nur ein Step. Warum ist er gerade zwei gegangen? Oder es war zu nah an der Kante. Ich speichere jetzt hier. Ich habe keine Lust, jetzt mal hier rüber zu laufen. Zack. Schaffen wir es da? Ne, wir schaffen es da nicht runter. Ulla. Wir werden immer wegtitscht, gell. Ich will das aber so machen. Das war früher immer der lustigste Weg. Also ich fand es immer am amüsantesten. Jo. Ah, wir brauchen hier einen Dietrich oder so, um da reinzukommen, ne? Haben wir ja gar nicht. Oder einen Schlüssel, so einen Kerkerschlüssel oder sowas. Oh nein, ich bin nicht gesprungen. Ach, Digga, das ist so ärgerlich. Komm schon. Wie schnell man doch am Anfang stirbt, weil man gar kein Leben hat. Ich meine, grundsätzlich in dem Spiel stirbt man sehr schnell, was das angeht. Präzise auf den Stein, jetzt ein Step nach vorne. Jetzt speichere ich, damit ich das nicht nochmal machen muss. Sehr gut, endlich. Wir können es ja mal testen. Wir brauchen, glaube ich, hier einen speziellen Schlüssel. Na, wir können hier gar nicht dran. Aber reingucken kann man, ne? So. Ich werd verrückt, was machst du denn hier? Bist du bis hierher geschwommen? Das ist auch ein Weg, an den Stadttorwachen vorbeizukommen. Hey Lars, alter Gauner, wie bist du hierher gekommen? Ich konnte gerade noch rechtzeitig aus dem Minental fliehen, zusammen mit Lee und ein paar anderen Jungs. Du kannst dich dann noch an Lee erinnern, oder? Natürlich kenne ich Lee noch. Ich bin damals mit ihm aus der Kolonie abgehauen. Kurz nachdem die Barriere zerstört wurde. Er ist jetzt mit seinen Jungs auf dem Hof von Onar, dem Großbauern. Er hat einen Deal mit dem Bauern gemacht. Er und seine Jungs verteidigen den Hof und Onar füttert sich dafür durch. Ich sollte das aber nicht so spielen, fällt mir gerade ein. Ich sollte das so spielen, als wenn die, als wenn ich die nicht kenne. Und dann immer nachfrage, dass der Exposition gibt, wer jetzt Lee ist und Co. Verdammt. Egal, mach ich ab jetzt, wenn ich dran denke. Ich muss unbedingt mit den Paladinen reden. Was willst du denn von denen? Sie haben ein mächtiges Amulett, das Auge Innos. Ich muss es haben. Und du denkst, sie werden es dir geben? Safe. Du kommst ja nicht mal ins obere Viertel. Ich werde schon einen Weg finden. Klar, wenn du dich bei den Bürgern einschmeicheln oder Laufbursche für die Miliz spielen willst. Weißt du, warum die Paladine hier sind? Das weiß keiner so genau. Viele denken, es wäre wegen der Orks. Aber ich denke, es gibt einen anderen Grund. Hat wahrscheinlich was mit der alten Strafkolonie zu tun. Erzähl mir mehr über Lee und seine Söldner. Was willst du wissen?
Wie komme ich zum Hof des Großbauern? Es ist ganz einfach. Du gehst aus dem Osttor der Hafenstadt und dann immer auf dem Weg in Richtung Osten. Ich kann dich hinbringen, wenn du willst. Warum bist du nicht bei Lee und seinen Söldnern? Bin ich doch. Nur eben nicht auf dem Hof. Ich bin sozusagen unser Vorposten in der Stadt. Wir wollen ja schließlich nicht, dass das Schiff ohne uns abfährt. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Von welchem Schiff hast du geredet? Es liegt am Hochseehafen, hinter den Felsen. Lee und ein paar von seinen Leuten wollen unbedingt hier weg. Aber das kann noch dauern. Warum? Das fragst du am besten Lee, wenn du ihn triffst. Er hat Pläne. Erzähl mir mehr über die Söldner. Also wenn du noch so ein harter Junge bist wie damals, solltest du mit ihnen keine Probleme haben. Die meisten von ihnen sind Raufbolde. Und wer sich nicht durchsetzen kann, kommt auch nicht weit. Wenn du zart beseitet bist, hast du keine Chance, bei ihnen zu landen. Von mir erfährt keiner was. Kannst du mir was beibringen? Klar. Wenn du willst, helfe ich dir, geschickter und stärker zu werden. Bring mir was bei. Ich hätte das anders gemacht. Meine Meinung kennt sich schon. Das ist eine schlimme Sache. Komm wieder, wenn du mehr Erfahrung hast. Du musst eben aufpassen, was du. Jo, danke. Gut. Deine Stärke hat zugenommen. So. Wir sollten jetzt stark genug sein. Also wir haben jetzt Stärke 30. Wir brauchen hier 40 und da 70. Aber 30 reicht für dieses rostige Schwert immerhin schon mal. Auch wenn das nicht viel Schaden macht. 30 ist ja genauso viel wie das hier. Hat aber eine bessere Länge auf jeden Fall. Alles was danach kommt wird gut halt, ne? Also vom Schaden her. So, Laris, du hast jetzt als Erster erfahren, was hier abgeht. Hey, du. Hallo. Ahoi, du Landratte. Bist wohl hier gestrandet, was? Ja, gerade ist angekommen. Siehst ein bisschen blass aus um die Nase. Worden. Mach dir nichts draus, mein Jong. Eine steife Brise vom Meer und das wird schon wieder. Oh, ja, jetzt am Meer sein. Was machst du hier? Damals als junger Mann bin ich noch zur See gefahren. Und habe so manchen großen Sturm miterlebt. Vor vielen Jahren habe ich mich dann hier niedergelassen und war lange Zeit Leuchtturmwärter von Korinis. Keine aufregende Sache, wirklich nicht. Aber dieser alte Turm kam dem, was man zu Hause nennt, am nächsten. Bin schon ziemlich lange nicht mehr oben gewesen. Warum nicht? Seit diese Bengel in meinem Leuchtturm hausen, habe ich mich keine 20 Schritt mehr rangetraut. Ganz übles Pack. Das sind Verbrecher aus dem Minental, musst du wissen. Es gab diesen großen Knall jenseits der Berge und dann sind sie wie die Fliegen über das Land gekommen. Jetzt verkriechen sie sich überall, auch in meinem Turm. Ich glaube, die halten bestimmt nach einem Schiff Ausschau, das sie überfallen können. Na, sollen sie doch. Da wären sie wenigstens raus aus meinem Turm. Bist du oft in der Stadt? Ich sag immer, eine Stadt ist nur so gut wie ihr Hafen. Der Hafen ist das Tor zur Welt. Da trifft sich alles und von dort geht alles aus. Wenn der Hafen vor die Hunde geht, wird der Rest der Stadt bald folgen. Dann würden wir Hunde knuddeln. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinis ist nicht mehr das, was er mal war. Hier treibt sich nur noch Gesindel rum. Die Schiffe kommen nicht mehr und der Handel ist tot. Der Hafen, der ist kaputt. Warum gehst du da nicht? Einen alten Seebär wie mich nimmt doch keiner mehr auf sein Schiff. Die meisten denken doch, dem alten Jack ist die Gicht in die morschen Knochen gefahren. Und? Haben sie recht? Erzähl keinen Unsinn. Wenn ich erst wieder Planken unter den Füßen habe, dann fühle ich mich wie ein junger Hüpfer. Was meinst du mit Gesindel? Sieh sie dir an, dieses faule Pack. Die meisten wissen gar nicht mehr, was Arbeit ist. Die saufen den ganzen Tag und verhuren ihre letzte Heuer.
Ich sag dir, halt dich von denen fern. Warum kommen keine Schiffe mehr? Alle sagen, wenn der Krieg vorbei ist, wird alles wieder wie früher. Das ist alles Schiet. Ich sag dir, ein Seemann, der merkt, wenn es mit der Stadt bergab geht. Ein Seemann hat sowas im Blut. Und ich sag dir, mit diesem Hafen ist nichts mehr los. Der hat ausgedient. Nein. Erzähl mir was über den Hafen. Der Hafen von Korinnes ist nicht mehr das, was er ja mal war. Hier. Das ist eine schlimme Sache. Fast das zweite Mal das angeklickt. Ja, jetzt sind da Keks. Aber einfach ein Spiel von 2006 und da sagen die Bengel. Brahim. Nee, besser nicht. Nee, besser nicht. Meine Meinung kennst du ja schon. Mo. Hey, ich kenne dich nicht. Was willst du hier? Willst du in die Kneipe? Man erzählt sich ja so einiges. Er hat auf die falschen Leute gehört. Nein, ich will nicht in die Kneipe. Ja, das hätte ich jetzt auch gesagt. Aber das ist nicht wichtig. Und deshalb können wir direkt zum Geschäft kommen. Da du hier neu bist, mache ich dir ein Angebot. Du gibst mir 50 Goldstücke und kannst gehen. Das ist dein Eintrittspreis für die Kneipe. Warum erfahre ich das jetzt erst? Aber ich will nicht in die Kneipe. Aber ich will nicht in die Kneipe. Weißt du, früher oder später will jeder mal in die Kneipe. Also kannst du auch direkt bezahlen. Dann hast du es hinter dir. Ich hätte das nicht gemacht. Wird sich das jemals ändern? Wir können ja mal sehen, was die Miliz dazu sagt. Die Miliz ist nicht hier. Und weißt du auch, warum sie nicht hier ist? Das hier ist das Hafenviertel, Kleiner. Hier wird sich keiner von der Miliz mit mir anlegen. Die gehen höchstens in die Rote Laterne. Du siehst, wir sind ganz unter uns. Der arme Kerl kann einem leid tun. Vergiss es. Du kriegst nicht ein Goldstück. Dann nehme ich mir halt alles, was du hast, sobald du im Staub vor mir liegst. So, jetzt haben wir ein Problem, weil der ist gar nicht mal so schlecht. Und wir dürfen den nicht töten. Die hauen sich den Schädel. Zeig's ihm! Gar nicht so übel. Ja, genau. Macht aber nix. Den kriegen wir easy. Zeig's ihm! Nicht schlecht. Lol, okay. Da gab's irgendeinen Trick. Wie ging das denn nochmal, Mann? Ich muss noch herausfinden. I have to. Die hauen sich den Schädel ein. Kampf. Nicht schlecht. Ich hab die Waffe nicht mehr gezogen bekommen. Die hauen sich den Schädel ein. Ein Kampf. Zeig's ihm! Mach ihn fertig! Nicht schlecht. Nee. Ach komm! Wir kriegen das doch hin. Das kriegen wir hin. Die hauen sich... Mach ihn fertig! Zeig's ihm! Nicht so übel. So, wir dürfen ihn jetzt nicht töten, das ist ganz wichtig. Oh, Glück gehabt. Zack. Und dann nehmen wir dem alles weg. Meine Meinung kennst du ja schon. So, weil wenn du jetzt Linksklick machst, dann bringst du den um und dann hassen dich alle. Und das ist nicht unser Ziel. Das liegt doch auf der Hand. Also, bei dem, jetzt, gerade. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Ja, Mo. Und wie geht's dir so? Darüber reden wir doch. Ja, lass uns darüber reden. Das ist doch lange bekannt. Der arme Kerl kann... Ist ja schon gut, du hast gewonnen. Was willst du? Da kannst du hier nichts dran ändern. Du kennst dich hier im Hafen aus, oder? Klar doch. Wieso? Ist das wirklich wahr? Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Der arme Kerl kann einem leid tun.
Was sind denn für Gerüchte im Umlauf? Wir mögen es hier nicht, wenn zu viele Fragen gestellt werden. Besonders nicht von Fremden. Das habe ich noch gar nicht. Wieso sehe ich keine Miliz? Die traut sich hier nicht hin. Wir nehmen die Sachen selbst in die Hand. Wie läuft der Schiffsverkehr? Das einzige Schiff, das in letzter Zeit hier angekommen ist, ist das Schiff der Paladine. Es legte drüben hinter dem Felsrücken im Südwesten an. Der arme Kerl kann einem leid tun. Das ist da hinten. Ne? Das Lustige ist, es gab mal ein Spiel, da habe ich gar nicht gecheckt, dass das da ist. Hey du, wo gehst du hin? Ganz egal, was du vorhast, dafür ist noch später Zeit. Du stehst hier vor der Perle Corinis, der roten Laterne. Das ist das verdammt nochmal schönste Bordell von ganz Myrtana. Seefahrer aus den entferntesten Ecken der Welt legen hier an, nur um ein paar Nächte in der roten Laterne zu verbringen. Und du hast jetzt die Chance, ja sogar die Ehre, eine Nacht mit Nadja, der leidenschaftlichsten Blüte der Götter, zu teilen. Komm rein! Und du wirst erleben, wovon andere nicht mal träumen können. Doch, jeder andere kann ja davon träumen. Ja, vielleicht irgendwann anders mal. Hallo. Halt. Irgendwer hält uns auf. Der da, ne? Hey du, du hast hier oben nichts zu suchen. Ihr habt nur Paladine und wir von der Miliz Zutritt. Was gibt es denn hier oben? Du stehst hier im Proviantlager der königlichen Garde der Paladine. Ich bin hier der Proviantmeister und verantwortlich für den Paladin-Krempel, dass hier nichts abhanden kommt. Und du bist hier nicht erwünscht. Also behalte deine Finger bei dir. Sonst hack ich sie dir ab. Kannst du mir etwas von dem Paladin-Krempel verkaufen? Du willst was kaufen? Sagen wir mal so. Wenn du mich für den Ärger entschädigen kannst, dass den Paladinen mal wieder was abhanden gekommen ist, kommen wir vielleicht ins Geschäft. Ja. Passiert das öfter, dass etwas abhanden kommt? Solange der Proviantmeister sagt, dass es alles seine Richtigkeit hat, nicht. Verstehe. Was hast du anzubieten? Dann pass mal auf. So, für meine guten Freunde. 110 Stärke, 190, 85, 25, 70, 80. Einhandtalentbonus. Es dauert halt noch, bis wir so viel Stärke haben, ne? Was ist das hier? Radfett. Ey, ich kaufe ja keine Schriftrollen, ich bin nicht verrückt. Wie viel kostet das? 750? So. Mein lieber Bengel. Ich hätte ein paar Stöcke für dich. Das Ding... Dolche, Bogen, Schwert, Equipment versuche ich immer so zu halten, dass man von allem eins hat, außer man braucht das nicht mehr. Ja, wir können uns auf jeden Fall noch nichts davon leisten. Ja. Alle Kisten noch da? Fass hier nichts an. Sonst rufe ich die Wachen, klar?